Irakische Regierungstruppen und die mit ihnen verbündeten schiitischen Milizen der Volksmobilisierungskräfte rücken in Westmosul weiter vor. Immer wieder müssen sie Sprengfallen entschärfen, die von den zurückweichenden IS-Kämpfern angelegt worden sind. Die Dschihadisten haben die Straßen mit Beton und Erdhindernissen blockiert und wehren sich mit Autobomben und Granatbeschuss. Nach Angaben des Roten Kreuzes sind noch etwa 750.000 Zivilisten in Mosul. Die Zivilisten verlassen die Stadtteile Al-Mamun, Tal al-Roman und Tal al-Rayan. Wir bringen sie auf sicheren Wegen hinter die Front, damit sie von dort in Schutzzonen gebracht werden können. Die Vereinten Nationen befürchten eine Flüchtlingswelle. Bis zu 400.000 Menschen könnten vertrieben werden. Sie nutzen uns seit 4 Monaten als menschliche Schilde. Sie haben uns und unsere Familien gezwungen, an der Front zu leben. Wir haben alles zurückgelassen. Schiitische Milizen der Volksmobilisierungskräfte blockieren die IS-Nachschubwege westlich von Mosul in Richtung Syrien. Westmosul ist teilweise eng bebaut. Dies macht eine Einnahme schwierig, weil die IS-Kämpfer sich verschanzen können.